Das sind beides Fotografien, neue Arbeiten von dem Kölner Künstler Jan-Paul Evers. Jan-Paul Evers ist einer der Künstler, mit dem wir eigentlich schon so als Galerie am längsten auch zusammenarbeiten. Also wirklich auch schon bevor die Galerie so sich geformt hat, so vor 4,5 Jahren, gab es auch schon eine Kollaboration, eine Ausstellung mit ihm, die Max Meyer mit ihm gemacht hat. Jan-Paul Evers arbeitet ausschließlich in analoger Fotografie und es sind alles Unikate. Und dieser ganze Bildprozess, es findet alles in der Dunkelkammer statt. Das heißt, er nimmt Bilder, vorgefundene Bilder, teilweise aber auch von ihm selbst, digital fotografierte Bilder, überträgt diese auf analogen Schwarz-Weiß-Film und bearbeitet das dann in der Dunkelkammer. Er arbeitet teilweise mit Schablonen, er arbeitet mit verschiedenen Belichtungszeiten, um auch diese verschiedenen Kontraste irgendwie so stärker hervortreten zu lassen oder nicht, oder eben diese Körnigkeit zu produzieren, die man hier auch bei den Arbeiten gut sieht. Bei der Arbeit hier ist es so, Fast Freeze 2, dass sie zum ersten Mal auch jetzt mit einer Zweiteiligkeit in der Arbeit arbeitet. Also dass man jetzt diese zwei Bahnen hat. Normalerweise hat er etwas kleinformatiger gearbeitet und jetzt gibt es irgendwie so diese Großformate mit mehreren Bahnen, was ja wirklich aber auch eben in der Dunkelkammer so entsteht. Das ist einfach so ein sehr, sehr langwieriger, ganz akribischer Prozess und er führt den so durch, wodurch er auch so ein bisschen eben so dieses Zurück zur fast klassischen Fotografie, wirklich in der Dunkelkammer entsteht alles und dadurch wird aber auch so das Medium gerade in dem digitalen Zeitalter so abstrahiert und bekommt fast so was Zeichnerisches oder Malerisches, einfach auch durch diesen akribischen und sehr lang dauernden Prozess. Also es ist nicht mehr reproduzierbar. Nee, genau, nicht mehr so auf diese Art und Weise, weil es wirklich manuell manipuliert wird oder beeinflusst wird. Und dadurch sind alle Arbeiten Unikate. Und Sie haben noch zwei andere Künstler, genau, hier am Stand? Genau, zwei anderen Künstler. Das ist einmal eine Bodenarbeit, eine neue von der Düsseldorfer Künstlerin Sarah Kürten, so die neueste Künstlerin in unserem Programm. Hat auch einen jungen Verlag, der sich so auf Künstlerbücher spezialisiert, der heißt Rhein Verlag. Diese Bodenarbeit ist auch zum ersten Mal, dass sie überhaupt mit Bodenarbeiten so produziert hat. Das ist ein Text, sie schreibt auch alle ihre Texte selber. Dieser Text heißt Sit and Stare und es dreht sich so ein bisschen darum, so um dieses Moment dieser Unproduktivität und das aber auch als Künstlerin zuzulassen. Gerade damit reflektiert sie so ein bisschen ihre Rolle als Künstlerin, was für einen Erwartungsdruck lastet auf ihr, welchem Leistungsdruck sieht sie sich ausgesetzt in ihrer Arbeit. Und dieses ständige Produzieren müssen, dieses ständige Neues zu produzieren, das wird hier so reflektiert, wo sie sagt, okay, ich lasse diesen Moment zu, der Unproduktivität oder vielleicht auch der Langeweile und aus dem kann dann wieder etwas Neues entstehen, was Produktives entstehen. Und das ist eine Arbeit, die ist speziell für die Art Cologne gemacht? Genau, sie arbeitet auch wirklich immer so mehr oder weniger ortsspezifisch, also es wird immer auf jeden Fall auf die jeweiligen architektonischen oder Raumgegebenheiten eben angepasst dann teilweise. Und jetzt hier ist es auch wirklich so an den Stand angepasst mit dieser Arbeit. Das ist auch eine einzelne Arbeit, keine Edition. Und es kommt natürlich auch, es gibt so diese Referenz zu Krivet, der auch diese mantraformigen Textarbeiten gemacht hat, wobei es bei Sarah Kürten wirklich auch um den Textinhalt geht. Und genau, und natürlich ist es auch diese Anlehnung so vom indischen Mantra und dass wenn man so im Zentrum der Arbeit steht und anfängt diesen Text zu lesen, dreht man sich ja auch ein bisschen um sich selber dann und findet sich selber in diesem Moment, dass man immer wieder zurück zu einem Ausgangspunkt kommt, wo man aber nicht weiterkommt irgendwie, also diesem unproduktiven Moment. Und diese Reflexion so einer Künstlerperson, die Sarah Kürten in ihrer Arbeit betreibt, ist so ein guter Übergang dann zu der Arbeit von Nicola Guarnini, ein argentinischstämmiger, jetzt in New York lebender Künstler, der auch sich entschieden hat, wieder Keramiken zu produzieren seit ein paar Jahren. Also dieses Zurückgehen zu so einem Kunsthandwerk schon fast. Und das eben also so dadurch so seine Rolle auch als der produzierende Künstler zu reflektieren in dieser Arbeit. Er arbeitet mit Körperteilen, weil es ihm auch so darum geht, also Objekte zu fetischisieren. Wir als Betrachter der Kunst fetischisieren ja auch jeweils das Kunstobjekt. Und gerade Körperteile werden ja einzeln eben auch fetischisiert, so die Hand, der Fuß zum Beispiel. Und das sind auch angeordnet mit eben zum Beispiel dem Penis, dem Ohr, der Nase, alles Körperorgane, die für den Austausch zwischen innen und außen verantwortlich sind. Die Glasur ist sehr speziell. Genau, das sind alles glasierte Keramiken. Das ist jetzt eben auch so eine neue Arbeit von ihm. Und das geht natürlich dann wieder
schließt so ein bisschen den Kreis zu den Arbeiten von Jan-Paul Evers, der ja auch so sehr handwerklich arbeitet, also auch so ein Zurückgehen vom Digitalen wieder zum Analogen. Also das ist vielleicht so ein bisschen auch das Grundkonzept unseres Standes, wofür wir uns dieses Jahr entschieden haben.